Tief unter der Ishtar-Akademie haben die Vex etwas in Bewegung gesetzt. Eine weltenfressende Maschine, die die Venus zu einem Glied ihrer intergalaktischen Kette macht. Wir müssen diesen Nexus aufhalten und den Geist zerstören, der ihn lenkt. Und damit ein fettnägelmäßiger Gruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny. Mann, Alter, ich mache die Fehler einfach immer noch. Road to Destiny. Rise of Iron. Oh Mann, ey, dass ich die Anmoderationsfehler immer noch mache. Also, kurze Information, ich versuche seit, keine Ahnung, knapp einer Stunde jetzt, ein Strike-Video aufzunehmen für euch. Doch, es kam immer irgendwie was dazwischen. Entweder lief der Strike schon, was halt öde ist, dann einfach so mittendrin dann anzufangen. Dann waren halt entweder alle rausgegangen, dass ich den Strike nicht geschafft habe. Okay. Gut. Fängt er wieder gut an. Oder was einmal passiert ist, meine Mom kam dran und ich musste einmal kurz helfen. So, aber jetzt sind wir hier unterwegs. Jetzt können wir hier Sachen machen. Moin. Tschüss. War ein kurzer Besuch. So. Ja, also man kann es unten ja schon sehen. Ich bin Level 24. Woran liegt es? Ich war doch schon Level 40 mit meinem Jäger. Das liegt daran, dass ich nicht mit dem Jäger spiele, sondern mit dem Warlock, den ich damals gemacht hatte, als ich mit dem Prime zusammen ein Road to König der Besessenen machen wollte. Doch sind wir da nicht so weit gekommen, haben das nicht weitergeführt. Bin ich bei Level 24 versauert mit dem Warlock. Aua. Ey, er bewegt sich, jawohl, jetzt kann's losgehen. Und dann dachte ich mir, weil ich habe mit meinem Jäger jetzt eigentlich schon alles gesehen, was man so sehen kann. Was halt von Relevanz ist. Und dachte mir, was kann sie da jetzt noch machen? Was noch spannend wäre, denn die Strikes, die ich mache, oder die ich machen kann, die sind unter meinem Level und deutlich unter meinem Level. Und von daher wird das halt langweilig, weil ich da einfach so durchrasieren würde. Alter, ich dachte erst, er hat den Hüter Shutter, aber doch nicht. Lappen. Hä? Warum ist er wieder voll? Habe ich was nicht mitgekriegt? Du Spicky Stampe, du. Aua. Ja, und dann habe ich halt überlegt, was kannst du denn jetzt noch machen? Denn eigentlich möchte ich Destiny weiterspielen. Ich möchte es auch okay, weiter für euch aufnehmen, denn es kommt ja gut bei euch an. Und es macht mir Laune. Und dafür, dass es so gut bei euch ankommt, muss ich mich erstmal richtig fett bei euch bedanken. Denn das eine Video, das hat über 80 Aufrufe. Und boah, das ist schon ordentlich. Also für uns ist das halt ordentlich, andere kriegen mehr. Aber für uns ist das eine ordentliche Summe und ja, das ist schön zu sehen, dass das so gut ankommt. Das macht dann auch Laune, das weiterzuführen. Und das ist dann halt auch ein Grund dafür, dass ich das noch weitermachen möchte, weil das halt so gut bei euch ankommt. Und ja, deswegen kam jetzt auch circa eine Woche kein Destiny-Video mehr, weil ich echt am Überlegen war, was machst du jetzt? Dann, dass die Videos langweilig sind, das willst du nicht. Und nur PvP wolltest du ja auch nicht. Du wolltest da ja irgendwie so ein Misch haben, dass man mal das hat. Und dann wie ist es denn, wenn du halt's Maul, ich erkläre gerade was meinen Zuschauern. Unter uns. Ja, ist doch schön. Wird er stärker. Ja, ich auch. So. Shit, jetzt hab ich den Fahrrad. Ja, also ich war halt am Überlegen, was machst du? Und dann bin ich darauf gekommen, einfach mal mit einem anderen Charakter, mit dem hier jetzt, den ich schon ein bisschen habe, einfach mal neu anzufangen, also relativ neu anzufangen.
Denn Level 24 bin ich ja schon. Jetzt Level 25. Bam! Hallo? Hallo? Achso, nee, die sind im nächsten Raum. Ja, also deswegen bin ich jetzt dazu gekommen, diesen Level 20 Zeug hier zu spielen. Ich weiß, der ist auch unter meinem Level. Aber die anderen kann ich leider noch nicht spielen, weil ich die Story spielen muss. Und da kommt halt das nächste Problem, worüber ich mit euch reden wollte. Wer kennt, weiß, dass da doch ein bisschen Zeit drauf geht. Und ganz ehrlich, habe ich nicht wirklich Lust dazu, so viel Zeit da jetzt zu investieren, weil ich halt auch noch andere Sachen aufnehmen möchte und halt auch noch ein Privatleben habe. Man wird es kaum glauben. Oh, Muni leer. Ja, hoppala. So, erstmal wieder ein bisschen Muni gesnackt hier. Von daher wollte ich reden, wie ist es denn, wenn ich... Warte mal, geht's hier links? Da. Wenn ich ein bisschen Story auch aufnehme, also es wird nicht nur Story sein, das kann ich euch versprechen. Das wird dann halt so ein Mix, dass ich das dass ich halt die anderen Strikes freischalte und die dann auch spielen kann. Ja, weil sonst ist das echt eine riesige Arbeit. Es kommt auch längere Zeit dann wieder kein Destiny-Video. Und sobald ich dann halt auch andere Strikes spielen kann, werde ich die dann auch spielen und zwischendurch werdet ihr dann, das kann ich euch sagen, wenigstens ein PvP-Video kriegen. Aber dass ich halt in der Story vorankomme, dass ich euch andere Strikes zeigen kann. Das heißt, das wäre dann erstmal ein Mix aus Story und PvP. Das muss der Nexus sein. Ich hoffe, dass das aber für euch dann in Ordnung ist. Jedenfalls wäre das echt eine Erleichterung für mich. Denn das wäre doch eine ganz schöne Arbeit, die ganze Story zu spielen. Und da würde dann halt auch wieder länger nichts kommen. Und ich könnte auch selten was anderes spielen, weil ich dann natürlich auch schnell vorankommen möchte. Von daher hoffe ich, dass das für euch in Ordnung ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben und vielleicht habt ihr ja sogar Bock mitzuspielen. Könnt ihr euch ja auch einen neuen Charakter machen dann oder so. Level bringen wie ich bin. Man kriegt ja eh so einen Punkten da, dass man auf Level 25 erhöhen kann seinen Charakter. Und das würde ja vom Level her passen. Von daher, falls ihr Interesse habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und dann können wir ja mal gucken, was sich da tun lässt, dass wir da zusammenspielen können. Ich denke, das könnte auch ganz witzig werden. Und so werden dann halt zwei so neue Spikes euch demnächst zeigen dann. Und es würden halt auch Videos kommen von Destiny. So. Erstmal die Panzerfaust ins Face drücken. Ich hoffe, das ist in Ordnung, was ich auch machen könnte, das ist mir gerade eben eingefallen, als ich darüber geredet habe. Unsere guten YouTube-Kollegen von den Crime Buddies da. Ob er Lust hätte. Ja, also er meinte halt, eigentlich hatte ich halt geplant, Alter, was ist denn bei dir los? Eigentlich hatte ich halt geplant, das mit ihm zusammen zu machen, dieses Boot to Rise of Iron. Doch seine Zuschauer wollen das halt nicht so sehen. Aber ihr wollt es sehen bei uns. Und er hatte es halt angeboten, dass ich dann das nur auf meinem Kanal zeige. Viel. Dann muss ich mal mit ihm schnacken, wie wir das da machen. Ob er da Interesse hätte. Auf jeden Fall werde ich euch auf den neuesten Stand halten und ihr könnt natürlich trotzdem in die Kommentare schreiben, falls ihr Interesse habt. Aua, aua, aua! Hör mal auf damit! So. Also ich denke mal, nach dem Video werde ich jetzt auch erstmal ein paar Tage kein Destiny mehr aufnehmen. Denn, ich möchte Feedback warten, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja auch andere Vorschläge, Ideen, wie man das regeln könnte. Ey,
Da kommt dann einfach immer ein Bildgeräusch. Jetzt machen Abgang. Tschüss. Ja. Nee, kannst du vergessen. So. Ja, das war's eigentlich so von den Themen her. Und dann können wir jetzt an. Das passt eigentlich sogar relativ gut, denn das Zeug ist so gut wie fertig. Das war einfach perfekt getimed. Das war so geplant. Glaubt's mir. Ey, aua. Okay, das war noch keine. Ah, jetzt kommen sie. Ihr wollt doch auch die Fresse haben. Ja, da oben rechts. Oh. Mann. Das habe ich auch schon gesagt in den anderen Versuchen von Destiny Videos, die ich aufgenommen habe. Ich habe irgendwie 5 Versuche jetzt auf der Platte. Weil das irgendwie alles nicht so hinhauen wollte, wie ich wollte. Und da habe ich halt auch gesagt, ich muss mich erstmal an die Ulti von dem Warlock hier gewöhnen. Da man sie gerade, die man gerade gesehen hat, so rum, nicht die Reichweite hat, die ich gerne hätte, die fällt halt irgendwann runter. Einfach wie so ein nasser Sack. Und damit komme ich noch nicht so ganz klar, wenn die Gegner weiter weg sind. Aua! Stop that shit. Oh, hui. So. Alter, wie verzieht die denn? Oh, jetzt haut doch mal ab hier. Nein. Auf jeden Fall kann ich auch sagen, die Story-Mission, die werden auch jeweils nicht so lange dauern, also das werden wahrscheinlich auch kürzere Videos sein, denn ich bin irgendwo auf der Venus und da ist das vorgeschlagene Level, glaube ich, irgendwie 20, so um die 20, glaube ich, ein bisschen niedriger, 19 oder so. Aua, au. Oh, knapp, aua, Schmerzen. Und ich bin jetzt halt Level 25, das heißt, dass die Gegner nicht so stark sind aus meiner Sicht. Wie man auch hier in den Zweig schon sehen kann, mit ein paar Schüssen aus meinem Schimmelseite weg. Von daher würde das auch relativ schnell gehen. Solange sowas existiert. Irgendwie könnte man da natürlich auch. Oh, gute Arbeit. Oh. Ein Arm der Wechselversion wurde. Könnte man da auch irgendwie ein bisschen mehr Unterhaltung reinbringen. An dunklen Orten, die wir nicht erreichen können. Hi. Wir müssen ihre Macht ergründen. Nein. Und dort in die Schlacht ziehen. Oh, du bist so süß. Wo bist du? Oh. Nein. Oh. Ja. Da ist eine Wand. Lol. Ist er jetzt durch. Ist er durch die Wand? Wo ist er hin? Nein! Oh, da! Da fliegt er! Oh, was ist? Sieht irgendwie aus wie ein Geist, aber ich habe keine Ahnung, wo der herkommen soll. Ja gut, wir haben den Strike geschafft. Und ich habe alles an Informationen bzw. Fragen und Co. rausgehauen. Von daher würde ich sagen, beende ich hier das Video nach 13 Minuten. Ja, das ging auch relativ schnell. Ich denke auch, so um den werden dann die Story-Mission sein. Und ja, ich würde euch bitten, dann in die Kommentare zu schreiben, was ihr davon das machen kann. Ob ihr darauf Lust hättet. Ihr habt halt zwischendurch ein bisschen Story. Ich denke, das würde ein bisschen weniger ankommen. Aber wenn ich das hinkriege und so einen guten Prime von den Prime Buddies da zuzukriegen, dann würden wir da auch ein bisschen mehr Unterhaltung reinbringen. Ich denke, das würden wir ganz gut hinkriegen. Und ja, ihr hättet dann halt auch Videos und zwischendurch würde ich dann auch auf jeden Fall PvP, dass ich da halt auch so einen kleinen Mix trotzdem habe. Ja. Und das war es eigentlich von meiner Wenigkeit. Dann ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Tschüss!